Hallo allerseits. Ich bin gerade beim internationalen Spur 1-Treffen im Technikmuseum in Speyer und widme mich in diesem Video kurz dem Thema 3D-Druck. Hier ist eine von einem Modellbahner in einem Transportkoffer mitgebrachte V180 zu sehen, die vielen auch als Baureihe 118 der Deutschen Reichsbahn ein Begriff ist. Das knapp 61 cm lange und ca. 3 kg schwere Kunststoffmodell wurde von Modellbau Markus Pecher aus Aue entwickelt. Es besteht fast ausschließlich aus 3D-Druckteilen und wird von 4 Motoren angetrieben. Für die passenden Geräusche sorgt ein Logsound 5L-Decoder. Das Modell wird in Einzelanfertigung nach individuellen Wünschen gebaut, lackiert und beschriftet. Es ist zu Preisen ab 2.500 Euro erhältlich. Optional kann es auch mit 2 dynamisch arbeitenden Rauchentwicklern geliefert werden. Neben großen Loks wie dieser V180 sind hier auf dem internationalen Spur 1-Treffen aber auch deutlich kleinere 3D-Druckmodelle zu sehen. Jetzt bin ich hier am Stand von modellgetriebe.de und die haben 3D-Druckteile von Fahrzeugaufbauten und von Fahrgestellen zur Motorisierung und von Getriebekästen. Und da ist einiges zu sehen. Das sieht man hier, die Baureihe 60, dann die V20 hier, dann sieht man hier einen KLV, dann sieht man hier den O&K MB5B und dann haben wir hier noch schließlich einen V70, wenn mich nicht alles täuscht, mit dem Getriebe. Das sind alles 3D-Druckteile, kann man auch in anderen Längen besorgen und es gibt hier am Stand jede Menge, auch in verschiedenen Farben und auch verschiedene andere Modelle, die schon mal probiert wurden als entsprechende Gehäuse. Und da ist jetzt einfach mal eine Auswahl zu sehen, die hier modellgetriebe.de als Varianten gezeigt hat und als entsprechende 3D-Druckmodelle zur Verfügung stellt und anbietet. So, das war's zum Thema Spur 1-Fahrzeuge auf Basis von 3D-Druckteilen. Ich hoffe, dass Ihnen auch dieser kleine Messebericht vom internationalen Spur 1-Treffen im Technikmuseum in Speyer gefallen hat. Und sage Servus, bis zum nächsten Mal. Ihr Peter Pernsteiner.